Einen wunderschönen guten Tag hier aus München von der Sternwarte und mein Gast heute, ganz toll, Professor Harald Lesch, ich grüße Sie. Hallo. Hallo. Was Sie wahrscheinlich nicht wissen und die Zuschauer natürlich auch nicht, ich schaue Sie schon sehr, sehr lange und war immer begeistert, vor allem deswegen, weil Sie als Wissenschaftler komplexe Zusammenhänge, vor allem komplizierte Zusammenhänge, wirklich mit klaren, einfachen Worten den Menschen näher bringen. Aber die Überraschung ist, dieses Format ist entstanden nach einem, ich sag mal, ein Format, wo zwei Leute sich treffen, was trinken, essen, Pfeife rauchen und über Gott und die Welt reden. Fällt da was auf? Ja, ja, das kenne ich, das habe ich auch schon mal gehört. Da Willi und ich haben es uns immer sehr gut gehen lassen. Lesch und Co., klar. War super. Ich habe da immer beobachtet und dachte mir, sowas will ich später auch mal machen. Und Wünsche werden wahr und dann auch noch mit Ihnen. Wunderbar. Schön. Beim nächsten Mal mit Wein. Ja, ja, und genau, dann setzen wir uns. Wir können uns ja mal in der Amalienstraße treffen, in der Vinoteca Altorchio, und dann machen wir. Du müsstest nur mit dem Rauchen, ist natürlich inzwischen schon verboten, aber ich wäre bereit, für ein gutes Essen können wir das nochmal machen. Und dann Sie nennen ihn Willi, würde der auch kommen? Willi könnte, ich glaube, den können wir davon überzeugen. Das ist ein Jugendtraum, war es ja Wahnsinn. Das sollten wir mal machen. Ja. Aber ich glaube, ich muss jetzt noch zu Inhalten kommen. Als Kind will man Lokführer werden, Feuerwehrmann und so. Astrophysik, wie kommt man dazu? Ja. Also ich bin Jahrgang 1960, das heißt, ich bin voll sozialisiert zu einer Zeit, als die Amerikaner auf den Mond geflogen sind, als die Russen versucht haben, da auch hinzukommen. Und es war eine Zeit damals, wo die Zeitungen tatsächlich immer voll waren, und es gab sogar ganze Nachmittage damals, wo die Flimmerkiste voll war, irgendwelche Menschen, meistens Männer, Günther Siefert, Hans Heine, Werner Büdeler, da saßen und uns erklärt haben, dass sie jetzt leider keine Bilder hätten, aber dass das amerikanische Raumschiff entweder gestartet ist oder demnächst landen wird. Mit anderen Worten, ich bin ein völliger Astronautenfreak gewesen. Ich habe so mit 7 Jahren angefangen, in so kleine DIN A5 Heftchen so die Schnipsel aus den Zeitungen zusammenzutragen. Ich glaube, ich will jetzt nicht übertreiben, aber die Saturn 5 war mir sehr bekannt. Und meine Großeltern hatten eine Kneipe und da gab es einen Lesezirkel, und da habe ich eben regelmäßig rausgeschrieben, was meiner Großmutter fürchterliche Schwierigkeiten gemacht hat, weil die dann total zerstörte Zeitungen zurückgegeben hat. Und dann ist 69 der Armstrong auf dem Mond gewesen, und mein Großvater hat zu der Zeit in Gießen bei den Amerikanern gearbeitet, die hatten so ein Depot da und so weiter, und der hat mir dann tatsächlich die Adresse verschafft für die NASA in Houston, und da habe ich mich beworben. Ob ich nicht Astronaut werden könnte. Und es gab einen deutschen Wissenschaftler, der mir zurückgeschrieben hat, es wäre ihnen sehr leid, aber mit der Brille, da wird es nichts werden, und sie würden nur amerikanische Testpiloten nehmen, und ich könnte aber doch Astronom werden, das wäre doch was. Und das Schlimmste, was ich, glaube ich, in meiner ganzen Schulzeit gemacht habe, war, dass ich mir irgendwann die Blätter zur Berufskunde geholt habe, das kennt heute auch kein Mensch mehr, das waren so kleine Heftchen, orangefarben, der Astronom. Und so habe ich mir halt angeguckt, was du musste machen, alles klar, Physik studieren, damit war die Sache erledigt. Mein Herz haben Sie erobert damit. Wie ist es, wenn man da so mit 13, 14, 15, 16 sich mit sowas beschäftigt? Kann man damit Mädels aufreißen? Nicht wirklich. Also es ist schon heute immer noch so. Ich weiß es von vielen meiner Studenten, wenn die sagen, ja, ich studiere Physik, dass also die Gegenseite, aus welchem Geschlecht auch immer sie besteht, so innerlich so 10 Kilometer zurückgeht. Oh Gott, was ist denn das für ein Streber? Der ist doch nicht normal und so weiter. Das ist auch nicht wirklich durchgeschlagen in meinem Alter. Ich habe halt wahnsinnig viel gelesen und habe mich sehr dafür interessiert. Ich habe natürlich Physik-Leistungskurs gemacht, wie sich das gehört. Aber es war auch nicht so ein Thema. Also man ist nicht ständig darauf angesprochen worden, sondern wieso bist du da so schräg drauf? Weil ich habe ziemlich viele Freunde gehabt, die mit mir zusammen zum Beispiel Perry Rhodan-Romane gelesen haben, und wir waren natürlich dann auch teilweise schon ziemlich abgespaced. Und ich bin auf dem Land groß geworden. Da war also jetzt die Auseinandersetzung damit, wer bist denn du da oder wie bist denn du da, das war einfach nicht so. Es war nicht so viel Konkurrenz wie heute. Wie landet jemand, der sich für Perry Rhodan interessiert oder per Anhalter durch die Galaxis, dann irgendwann bei ZDF und macht Leschs Kosmos und erklärt den Menschen die Welt? Also ich verdanke ja zunächst einmal den Beginn meiner Fernsehkarriere dem Bayerischen Fernsehen. Die haben mich hier mal vor ein Teleskop gestellt am Deutschen Museum und wollten von mir wissen, wie das mit den Plaketten ist, die an so Pioneer-Sonden hängen. Und ich habe halt geredet und habe gedacht, also was das jetzt so bedeuten hat, weiß ich auch nicht so genau. Und das haben die alles so gebracht. Also vor allen Dingen auch der Satz, das weiß ich auch nicht so genau. Und das fanden viele Zuschauer hochinteressant, dass ein deutscher Professor vor der Kamera sagt, das weiß ich nicht. Das fanden die prima. Und dann haben die mit mir so ein paar Probeaufnahmen gemacht, so ist Alpha Centauri entstanden und all die wunderschönen Sendungen, die wir bei Bayern Alpha gemacht haben.
Und ab 2007 gab es irgendwelche Gründe, die ich nicht kenne, wo es dann darum ging, jetzt müssen wir erstmal stoppen, du hast jetzt so viele gemacht, die können wir wiederholen. Und dann kam das ZDF und hat mich gefragt, ob ich Nachfolger von Joachim Bublatt werden will. Da habe ich gedacht, nee, das ist mir zu groß. Das, und dann hat der Peter Ahrens vom ZDF aber gesagt, das ist doch, also wir hätten sie so gerne. Und mein bester Freund hat dann zu mir gesagt, weißt du was, Abenteuerforschung ist der Rolls Royce unter den Wissenschaftssendungen in Deutschland. Was hast du denn zu verlieren? Mach's doch mal. Ja, bist du verrückt, wenn du das nicht annimmst. Und meinen besten Freund kann ich ohne Wenn und Aber immer brauchen. Und das, und so kommt man dann zum ZDF. Und dass man dann, und was ich natürlich überhaupt nicht wusste, ist, wie ist es mit einer großen Redaktion zusammenzuarbeiten? Meine Güte, ich dachte, die kann mich nicht, oder wenn sie mich kann, dann kann sie mich nur aus dem Glossophon. Und das hat sich aber so wunderbar entwickelt, das ist eine grandiose Zusammenarbeit. Ich genieße es, das ist toll. Das ist absolut toll. Ja. Wahnsinn. Mich würde interessieren, im Moment sind wir ziemlich krisenbehaftet, unheimlich viele Krisen überall auf der Welt. Ja. Sie leben hier auf einem eigenen Planeten, würde ich mal sagen. Ja. Also ich habe wirklich, ich komme hier rein und irgendwie ist eine andere Welt. Ja, ja. Wie viel kriegt man von der anderen Welt mit oder ist man wirklich in die eigenen, also ist man in die eigenen Themen vernördet? Ja, das ist natürlich, da habe ich ja die freie Wahl. Ich unterrichte ja nicht nur Astrophysik, sondern auch Philosophie. Und in der Philosophie geht es nicht nur um das, was ich wissen kann, sondern auch, was soll ich tun. Das heißt, ich beschäftige mich zum Beispiel ziemlich intensiv mit ethischen Fragen zu der internationalen Finanzkrise, die aber interessanterweise an manchen Stellen direkt ankoppeln an physikalische Fragen, wie zum Beispiel dieses sogenannte Flash Trading, was dann mit Computern an den Börsen passiert. Da habe ich dann vor ein paar Monaten zum ersten Mal mitgekriegt, die haben ein neues Transatlantikkabel verlegt, da zwischen London und New York, zwischen den Börsen. Und das verringert die Handelszeit zwischen diesen beiden Börsen um 6 Millisekunden. Ich denke mir, 6 Millisekunden ist doch gar nichts. Einmal mit den Augen gezwinkert sind 300 Millisekunden rum. Ja, aber da muss man wissen, ein großer Hedgefonds macht mit für jede Millisekunde, die er kürzer handeln kann, pro Jahr 100 Millionen Dollar mehr Gewinn. Das heißt, die machen in einem Jahr 600 Millionen Dollar mehr, nur weil das Kabel ein bisschen kürzer ist. Und es stellt sich raus, wenn man das ausrechnet, da kommt natürlich wieder der Physiker dann durch, die Handelszeit zwischen den beiden Börsen sind 59 Millisekunden, die Entfernung sind 6021 Kilometer und so weiter, kann man ausrechnen, dann handeln die mit einem Drittel Lichtgeschwindigkeit, also 102.000 Kilometer pro Sekunde. Und da fange ich dann an zu sagen, weil ich mich auch mit komplexen Systemen beschäftige, sowas ist total instabil, das könnt ihr doch nicht machen, ihr seid doch Wahnsinn, ihr habt überhaupt keine Kontrolle mehr über sowas. Und das heißt also gerade so diese Krisen, dieses Krisengerede über den Druck der Märkte, nur daran denkt, dass die neulich sogar versucht haben, unser Verfassungsgericht, Mensch, jetzt mach doch mal, Herr Voskuhle, jetzt komm, ja, seien Sie mal nicht so, jetzt entscheiden Sie mal. Da muss ich dann schon sagen, so geht es auf keinen Fall. Und deswegen plädiere ich für die völlige Abschaffung des elektronischen Handels an Börsen, dass man von der Lichtgeschwindigkeit wieder runtergeht zur Schallgeschwindigkeit, ganz der Physiker. Das heißt, es sind lauter Leute, die da stehen und sich zurufen, dann wäre man schon mal wesentlich langsamer und für wesentlich mehr Kontrolle und vor allen Dingen für eine Börsentransaktionssteuer, die den Namen auch verdient hat, weil dieses komplexe System hat so starke Ausschläge nach oben und unten, da bin ich wirklich ganz Mathematiker, das kann man nur dadurch regulieren, nicht durch irgendwelche Einzelmaßnahmen, sondern indem man das gesamte System quasi in so eine Art Honig steckt, wo jede Bewegung ganz automatisch langsamer wird und damit auch stabiler. Und dass man sieht also, auch wenn man Astronom ist oder Physiker, wie in meinem Fall, die Welt kommt natürlich rein heutzutage, nicht zuletzt durchs Internet, wie denn sonst. Und dann ist man natürlich informiert und ist natürlich auch als Bürger in einem Staat wie der Bundesrepublik ja geradezu verpflichtet, sich darum zu kümmern, dass hier nicht alles den Märkten geopfert wird. Wie weit sind wir denn, wenn eine ehemalige Bundesjustizministerin tatsächlich eine Klage erhebt gegen die eigene Regierung? Tja, naja, also die Frau Däubler-Gmelin hat natürlich gut klagen, würde ich mal sagen. Wenn sie nämlich in der Regierung wäre, würde sie genau wahrscheinlich das Gleiche tun, was die jetzige Regierung auch tut. Und das ist ja aber genau das Problem, dass die Regierungen eben alle mehr oder weniger Getriebene sind und nicht mehr selber Treiber. Die haben sich in eine Situation hineinreden lassen durch Ratingagenturen und durch alles Mögliche, wo es ihnen eigentlich gar keine andere Möglichkeit mehr für sie gibt, als irgendwelche Rettungspakete zu schnüren, damit nicht alles in den Bach runtergeht. Wobei man natürlich sehen muss, durch diese Lehman-Brothers-Problematik haben alle Regierungen einen Riesenschiss, weil sie nicht wissen, was haben die Banken für Leichen im Keller. Niemand weiß das. Die Banken machen ja jede Menge Riesenfehler, jetzt unlängst in London, wo dann rauskommt, dass die Banken sogar diesen Zinssatz, mit dem sie sich gegenseitig Geld leihen, extra niedrig halten, damit die anderen bloß nicht mitkriegen, in was für einem katastrophalen Zustand das eigene Geldinstitut ist. Das heißt, die Regierungen haben überhaupt keinen Schimmer, was sich tatsächlich auf dem Finanzmarkt
für Monster noch rumbewegen. Und deswegen versuchen sie irgendwie verzweifelt da zu Potte zu kommen. Letztlich ist diese Klage, durch wen auch immer, in dem Fall eben angeführt durch die Frau Döppler-Gmelin, ein Zeichen dafür, dass irgendetwas völlig falsch gelaufen ist in den letzten Jahrzehnten. Wir haben uns um viele, viele Dinge kümmern müssen, in verschiedenen Bereichen. Ganz wunderbar ist ja, dass eben die Blockauseinandersetzung zusammengebrochen ist, aber dass durch die Globalisierung eben ein System entstanden ist, das völlig bar jeder Kontrolle ist. Also alle, wir alle sind ja in irgendeiner Art und Weise in diesem Globalisierungsdruck drin und die Regierungen sind das in besonderer Weise und ich beneide die nicht darum. Ich hoffe nur, dass es genügend Menschen gibt wie Andreas Voskuhle, wie Joachim Gauck, die offenbar durch ihre Haltung, die sie haben, Gauck, der sagt, also ich warte erst mal darauf, was das Verfassungsgericht sagt, Voskuhle, der sagt, auch in der Krise gilt das Grundgesetz. Also Leute, die einfach eine Haltung haben und die diese Haltung diesem ganzen Finanzirrsinn entgegenstellen, dass es davon mehr gibt, die sich im Zweifel eben nicht aus der Ruhe bringen lassen und auf keinen Fall morgens um 5, wenn sie völlig übernächtigt sind und völlig unterzuckert, irgendwelche Dinge unterschreiben. Und ich hoffe jetzt ehrlich gesagt darauf, dass diese Klage auf jeden Fall dazu führen wird, dass sich in Europa einfach mehr und mehr Leute bei den jeweiligen Verfassungsgerichten melden und sagen, Moment, das können wir nicht machen. Und es muss auch möglich sein in Europa, dass eine Bank, die Unsinn gemacht hat, auf Deutsch gesagt Scheiße gebaut hat, dass die bankrott geht. Ich meine, gerade, das sind ja die Anführer des Kapitalismus. Die wollen doch immer den Wettbewerb, die wollen doch den Markt. Aber dann genau dann, wenn es darum geht, jetzt haben wir die Konkurrenz und ihr habt eben Unsinn gemacht, dann fliegt der vom Markt. Die wollen auf der einen Seite den totalen Markt, wenn es um ihre Gewinne geht, und auf der anderen Seite den totalen Sozialismus, wenn es um ihre Verluste geht. Ich bin ganz sicher, wenn wir mal auf Außerirdische treffen und wir uns mit denen so unterhalten, Mensch, wie habt ihr denn das gemacht? Ihr habt ja auch globale Probleme gehabt wie wir und so weiter. Wie seid ihr denn mit Bankern umgegangen? Und dann werden die sagen, Banker, ja, da hatten wir auch mal welche. Aber wir haben die irgendwann, wie das so schön bei Douglas Adams ja vorgezeichnet wird, wir haben die irgendwann mal in ein Flugzeug gesetzt, in ein Raumschiff gesetzt und haben wir die zu einem anderen Planeten gejagt. Und seitdem handeln die da. Aber das ist der einzige Planet in der Milchstraße, der momentan noch von Bankern bevölkert ist. Überall sonst, wo Menschen glücklich sein oder wo Lebewesen glücklich sein wollen, da haben die schon längst das Thema Geld und Banken abgeschafft. Zum Schluss nenne ich immer drei Begriffe, Herr Lesch, und bitte um kurze Assoziationen. Okay, ich kann auch kurz antworten, ja, Entschuldigung. Ja. Ethos. Ganz wichtig. Also Ethos gehört natürlich zu einer, ist eine Haltungsfrage, also welche Art von Haltung habe ich zu einem bestimmten Punkt überhaupt zu meinem Leben, zu meinem Dasein, zu meinem Hiersein und zu meinem Handeln. Und ich bin ein großer Fan davon, für eine ganz klare Position, ja. Freiheit. Freiheit, ja, aber nicht unter allen Umständen. Also meine Freiheit endet da, wo die Freiheit des anderen davon betroffen wird. Also man sieht schon, ich bin in einer gewissen Art und Weise sozialisiert. Es ist wichtig, aber es ist nicht alles. Verantwortung. Ein hohes Gut und ich bin immer darauf aus, meinen Studenten zu erklären, dass wenn sie Physik studieren, sie damit auch eine Verantwortung nicht nur für sich übernehmen, sondern auch für die Gesellschaft, die es ihnen gestattet, hier zu studieren. Weil das, was wir hier an so einem Fach wie Physik explizieren, ist eben auch eine Methode, um unseren Verstand unsere Vernunft zu trainieren. Und dadurch, dass wir Vernunftwesen sind, haben wir automatisch auch Verantwortung. Da können wir uns nicht entziehen. Ich danke für das Gespräch, Herr Lesch, und ich hoffe... Schon vorbei? Ja, oh, nee. Das sind komm. Kurze Augenblicke, die im letzten... Ja, nee. Aber es geht weiter, ja. Dann bei einem guten Wein. Aber das sollten wir machen, ja. Vielleicht dann wieder mit Korthosen? Ja, ich habe noch welche. Im Winter habe ich welche an, ist doch klar. Ich danke Ihnen sehr. Gut, schön. Ich danke auch euch, meinen lieben Abonnenten. Und mein nächster Gast ist... Sven Giegold, der Europaabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen. Bis zum nächsten Mal.